Mörder schütze ich, Holstein. Ich bin heute mal anderweitig unterwegs. Zwar auch immer noch aus Schleswig-Holstein, aber ich bin heute mal im Zoo Arche Noah in Grömitz. Das liegt zwischen Neustadt in Holstein und Kenninghusen. Oder grob gesagt zwischen Lübeck und Oldenburg. Also irgendwo dazwischen. Die Tiere haben es hier wirklich gut. Also ich bin jetzt schon die zweite Runde rumgelaufen. Die haben es wirklich gut und die riechen eigentlich quasi nie jeden Tag die Ostsee. Und man kann sie nicht beklagen. Die können sich auch nicht beklagen. Hier im Zoo Arche Noah gastiert auch der einzige Löwe in Schleswig-Holstein. Der gastiert hier auch. Und leider ist er bei der zweiten Runde nicht da. Der ist leider gerade abhanden gekommen. Die Löwinnen sonnen sich, Bauch nach oben gestreckt. Es gibt natürlich nicht nur die Löwen, was eigentlich auch mein Hauptweg war. Es gibt hier auch einen schwarzen Leoparden, beziehungsweise drei Stück gibt es davon. Die lagen vorhin auch schon in der Sonne. Dann gibt es Lemuren, mit denen war ich auch schon auf Kuschelkurs. Dann gibt es hier Wallabies, es gibt Kamele, es gibt Seehunde. Die Seehundfütterung ist auch gleich um 16 Uhr. Es gibt Stachelschweine, also es gibt so viele Sachen. Man kann die Ziegen streicheln, man kann die Lamas streicheln, man kann die Alpakas streicheln, man kann die Strauße streicheln. Also es ist wirklich für groß und klein einfach einfach ein Erlebnis, das man auch mal machen kann. Es ist für groß und klein perfekt. Den ganzen Tag kann man sich hier aufhalten, wenn man möchte. Also es lohnt sich definitiv mit und ohne. Ja, ich will fokussieren. Geöffnet ist tatsächlich im Sommer von 9 bis 18 Uhr. Im Winter natürlich bei Einbruch der Dunkelheit. Ist auch besser so wahrscheinlich, weil sonst kommt der Löwe auf dumme Gedanken. Wenn ihr unterwegs seid, solltet ihr euch vor den Wespen an Acht nehmen, weil die sind hier sowas von zahlreich. Ich musste schon ein oder ja, so ein paar Mal musste ich flüchten. Die waren nicht sehr nett. Der Eintritt tatsächlich geht. Es kostet 11 Euro. Für Erwachsene, für Kinder etwas weniger natürlich. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe kein Kind. Ich bin hier alleine. Also, aber das gebe ich gerne aus, weil ich wollte unbedingt die Tiere, die es hier gibt, bis auf Lamas und Alpakas und natürlich die ganz kleinen, die Wensittiche, Kaninchen, Meerschweinchen. Die kenne ich natürlich, aber die anderen Tiere, die es hier gibt, kenne ich nicht. Und deswegen wollte ich unbedingt hier hin und deswegen hat sich das für mich gelohnt. Und mal schauen, was noch so gibt. Solltet ihr Hunde mitnehmen wollen, möchten, können, dürfen, die sind an der Leine zu führen, die ganze Zeit. Nehmt am besten auch für die etwas zu trinken mit, vor allem jetzt im Sommer. Hier gibt es nämlich kaum etwas für Hunde, was sehr schade ist, aber es ist halt nun mal so. Dazu ist der Park auf jeden Fall auch behindertengerecht. Das ist auch immer sehr wichtig. Also, okay. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich wollte. Ja, mal schauen, wo ich noch rauskomme. Vielleicht finde ich den Löwen ja nochmal wieder. Oder ich gehe jetzt nochmal zum Leoparden. Das möchte ich nämlich noch. Mal gucken, ob der sich bewegt hat. Der hat sich nämlich vorhin in der Sonne gesonnt. Und ja, dann mal los. Auf geht's. Gesundheit. Ich vermute mal stark, jetzt warm in der Sonne.
Die genießen das Warme noch. Hallo ihr. Na? Wir sind nicht da unten, Moment. Entschuldige. Schüchtern? Schüchtern. Eindeutig. Hm? Angriff von hinten. Na Mama Ente. Das gibt eine Schelte von Mama. Lauft nicht weg, bleibt in der Nähe. Die haben schön viel Platz. Er hat die Ruhe weg. Er sonnt sich schön in der Sonne. Es gibt zwei kleine. Das eine kleine wird gerade leider in Beschlag genommen. Das andere kleine dürfte das da am Holz sein. Das. Man kann auch reingehen und sich streicheln. Aber da sind gerade so viele Leute. Ich will sie ja nicht stressen. Okay, schauen wir mal, was als nächstes wartet. Ich habe noch nie solche flauschigen Enten gesehen. Also die finde ich tatsächlich cool. Bisschen heiß aus, ne? Habe ich auch noch nie gesehen. Sind noch die wirklich mit diesen... Mit der Haube oben drauf? Ja. Aber ich glaube eher, dass es lose Federn sind. Ne, ich glaube, die gehören tatsächlich so. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ja. Hallo. Wie so eine Markt aus den 40ern. Die trugen auch alle so eine Haube. Wieder. Oh. Wo war die denn? Bei den Achtern? Okay. Oh. Ja. Hallo. Alles gut? Ja. 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 Also die Biografietafel habe ich schon mal gefunden. Jetzt muss ich nur noch das Gehege finden. Rekorde, der Löwe ist das größte Raubtier Afrikas und nach dem Tiger die zweitgrößte Katze. Die größten Löwen leben heute in Südafrika, die kleinsten in Asien.
Lasst uns ein Spiel spielen. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist hellbraun. Und versteckt sich im Schatten hinter einem Baum. Ja. Da hinten. Ganz versteckt. Hallo Emu. Du siehst ein bisschen zerzaust aus. Aber nur ein bisschen. Wir sind hier zusammen mit Hühnchen drin. Da chillt der andere. Okay. Hi. Du bist ein bisschen nicht dran, Entschuldigung. Bleib doch mal stehen. Ist echt? Das ist voll unmöglich. Renn doch nicht ständig weg. Na gut, dann renn halt weg. So was von unhöflich. Also echt. Gott, ihr seid ja sowas von süß. Die schlafen alle. Obwohl ich eigentlich die Hitze nicht stören dürfte, hier kommt aus Australien. Das hat er ausgebüxt. Das sind Rotnacken-Kängurus. Naja, eigentlich Wallabies, aber... Okay. Ich hatte keinen Bock mehr bei ihnen an, deswegen ist er abgehauen. Ein schlechter Büchsen ist ja alle hin. Dann gehen wir mal weiter. Da sind sie, die Trampeltiere. Alle beisammen. Von vorne sieht man euch gar nicht. Man muss hinten rumgehen. Ist auch sehr fies. Die haben mich die Ruhe weg. Reiht ihr euch da jetzt alle ein, Leute? Ich glaube, die reihen sich da jetzt alle ein. Ich glaube, hinter mir sind die Wildschweine. Das klang zumindest gerade danach. Nur solange sie nicht frei rumlaufen und man ihnen nachts begegnet, kann eigentlich nichts schief gehen. Kann. Weiß nicht, dass es auch so ist.
Oh, Trampel voll auf ihn drauf. Das war sehr unhöflich. Wir haben so viel Platz. Wir scheinen sie öfters zu legen, weil da ist einfach nur Sandfläche. Er wirbt wahrscheinlich für Zahnseide. Er zeigt seine strahlenden Beißerchen. Nein, bist du nicht zufrieden? Ja, das könnte auch Mundspülung sein. Jetzt zeigt das sterbende Dromedar. Sorry für die Windgeräusche. Er muss aber auch echt dazwischen, ne? Ist er eigentlich ein Mann oder eine Frau? Ich weiß auch gar nicht. Ich kenne das leider nicht. Ich bin auch kein Trampeltier-Experte, also. Gucken wir mal, was hinter mir so rumgeistert. Okay, es sind absolut keine Wildschweine. Es sind Yaks und Pferde. Die haben nicht die Ruhe weg. Ich glaube, man kann hier sogar rein. Ich will es aber nicht testen. Reese sagte, Yak und Shetland Pony. Aber ich sage euch gleich, das ist kein Shetland Pony. Zumindest dachte ich immer, die wären kleiner. Überall die Sisteln, Schmerz. Die zwei haben die Ruhe weg. Hier wird gerade neu angelegt, so wie es aussieht. Ist neu gemacht. Na, du hübsches etwas. Ja, du bist aber hübsch. Na? Wo ist jetzt eine Tür? Hier. Ja. Shetland Ponys. Müssen wir wieder zurückgraben und weiter Heu futtern. Die Jacks haben auch nichts zu tun. Muss auch zu grasen. Ups. Sorry. Ja, das andere Pferd ist aber auch sehr hübsch. Gehen wir mal weiter. Na, auch schon wach. Oder schläfst du mit offenen Augen? Wer starrt einen so an? Ich könnte ein Mittag sein, ne? So dick wie ich bin, ich weiß.
Der andere ist immer noch da hinten zugange. Putzt sich immer noch. Ich habe noch nie schwarze Leoparden gesehen. Ne, ich habe überhaupt die Tiere, die hier sind, noch nie gesehen. Also in echt. Ich schläft schon wieder ein. Lustig, er hat blaue Augen. Und der hintere hat gelbe Augen. Oder liegt das jetzt nur an der Sonne? Hallo. Katzen können aber wirklich den ganzen Tag schlafen. Egal welche Größe. Also wenn das mal nicht süß ist. Das sind Hasen. Und er hat einen Mini-Hasen. Gott, ist das Ding süß. Ich bin vorstellbar, dass das Hasen sind. Bye bye. Oh. Mama ist beschützerisch. Attacke! Ich habe noch nie solche komischen Hasen gesehen, aber es sind definitiv Hasen. Die haben auch einen ganz speziellen Namen, aber ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Steht sicherlich in der Broschüre drin, die ich habe, aber die jetzt aus dem Rucksack zu kramen, habe ich jetzt keine Lust zu. Gehen wir mal weiter. Da sind sie, die Buchstaben, Rücken, wie heißt die nochmal? Buchstaben, Schmuckschildkröten. Und Mini-Enten. Und ganz viele Mini-Enten. Da ist noch einer. Schildkröten, die entspannen. Ist lustig, dass die eigentlich mitten im Wasser sitzen und nicht irgendwie sich verstecken oder so. Das ist ganz interessant. Schwarm-Sandale. Na, gehen wir mal weiter. Schmuck. Wie sind sie nochmal? Buchstaben Schmuckschildkröten. Hi, was für ein Wort. Was für ein Name. Aber sie sehen doch, wenn man sie mal so sieht, ganz interessant aus. Wenn sie nicht gerade von der Sonne geblendet werden. Mini-Enten. Gibt's bei mir auch.
sind es eigentlich, die Storchschweine? Jetzt bin ich gespannt. Oh, hi. Schicke Frisur. Ich dachte, Iros waren in der 90er oder 80er. Na du, du machst auf den Walk, was? Hast du Knöpfe rum? Entweder ist das Alan oder Steve. Lass dich absolut nicht stören. Ja, man sieht wieder, die Ladies machen wieder alles allein. Da hat vorhin der. Da hat vorhin Wasser gelegen. Ich vermute aber mal, dass der jetzt drin ist. Na, Ladies? Ihr seid so richtig schick, ne? Wisst ihr das eigentlich? Ihr seid richtig, richtig hübsch. Was macht ihr da eigentlich? Den Baumstamm festhalten, damit er nicht wegfällt, oder was? Ihr habt euch auch gedacht, so, wir haben jetzt den ganzen Tag in der Sonne gesessen, jetzt kommen wir mal raus. Das ist eine gute Idee, ne? Ihr habt doch auch Krallen, ey. Große Patschefütchen. Kein Knuddeln. Na? Na, endlich. Danke. Ach. Muss der andere, der ist da oben, Boko. Halt mal Finger ran. Da habe ich gar nicht mehr. Jetzt seid ihr fotogen.
Aber mehr sind wir auch nicht. 3 Stück. Der andere ist da hinten irgendwo. Ach, du willst mich da veräppeln, jetzt guck dir weg. Moment. Na? Du hübsches Etwas? Also Fotoschweiß hat er auf jeden Fall. Na? Ja, läuft wohl jetzt durch. Bleib doch mal stehen. Wenn ich da hinten im Grün so zu stehen bleiben, hier so zu stehen bleiben. Kleine Kinder, der Leibgespeise, wa? Ja, danke. Hey, Bagheera. Okay, auf Bagheera hörst du? Nee. Okay. Du wahrscheinlich da hinten auch nicht, oder? Gesundheit. Sie, wo bist du? Ja, ich kann nicht durch zusammen. So, wir machen es hier vor und wir können es nicht fotografieren. Oh, hi. Ja, das ist gut. Ja, aber schon die Erdbeere. Aber das ist gut.
Na du? Hey, da bist du, der Chef von allen. Den ist auch warm. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Geräusche hört, die machen. Ja, wo ist denn das überhaupt? Ich bin das funktioniert nicht so sehr. Schade, ich dachte, ich könnte sie vielleicht locken. Gut, mit den kleinen drolligen Nasenbären sage ich tschüss. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen. Und es war nicht zu langweilig. Und ihr seid eingeschlafen. Und ihr seid gar nicht mal da. Sagt mir doch einfach mal, was euch am meisten gefallen hat. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss.